Der islamische Fundamentalismus war in Afghanistan seit den späten 60er Jahren gewachsen. Als die Elite in Kabul die westliche Lebensweise übernahm und die Jugend von einer sozialistischen Revolution träumte. Viele fühlten sich mit diesen Veränderungen jedoch nicht wohl. Als die Kommunisten 1978 gewaltsam die Macht übernahmen, unterdrückten sie den Islam. Das vergrößerte die Kluft in der Gesellschaft. Die Mujahedin, die Glaubenskämpfer, erklärten der kommunistischen Regierung den Heiligen Krieg, den Dschihad. In Afghanistan, the faithful Mujahedin are fighting to establish a pure Islamic government. Was als Aufstand begonnen hatte, wurde zum Krieg. Als die sowjetische Armee in Afghanistan einmarschierte, um das kommunistische Regime zu unterstützen. Ihr Mut machte die Mujahedin bald zur Legende. Ich erinnere mich noch daran, wie ich als junges Mädchen davon träumte, zu den Freiheitskämpfern zu gehen, um ihnen Wasser zu bringen. Die Mujahedin erhielten Waffen sowohl aus den USA als auch aus der muslimischen Welt. In den 80er Jahren kam Osama bin Laden nach Afghanistan, um sich dem Krieg gegen die gottlosen Sowjets anzuschließen. Politik ist immer schmutzig. Und die Länder, die daran beteiligt waren, wählten die konservativste Gruppe von Menschen aus, trainierten sie und machten sie zu Monstern. Nur um die UdSSR loszuwerden. Nach 10 Jahren des Kampfes, zog sich die sowjetische Armee aus Afghanistan zurück. 1 Million Menschen waren in diesem Krieg gestorben, viele weitere ins Ausland geflohen. Die Mujahedin hatten gesiegt. Doch anstatt Frieden zu schaffen, kämpften sie nun untereinander grausam um die Macht. Sie zerstörten Kabul und weite Teile des Landes. Die Widerstandskämpfer der 80er Jahre verwandelten sich in die Kriegsherren der 90er. Ja, die Mujahedin haben den Traum der Nation zerstört. Entstand eine neue Bewegung, die Taliban. Eine von Klerikern geführte Miliz aus jungen Männern, die in Flüchtlingslagern aufgewachsen waren. Mit der Unterstützung Pakistans bezwangen sie die Kriegsherren. Seit 1996 regieren nun die Taliban das Land. Die Menschen litten sehr stark unter dem Bürgerkrieg. Es ist erstaunlich, dass die Taliban damals von den Afghanen willkommen geheißen wurden. Die neuen Machthaber haben Ordnung gebracht, aber sie zwingen den Menschen eine fanatische Auslegung des islamischen Rechts auf. Alkohol und Sport werden verboten, Kinos geschlossen. Frauen werden brutal unterdrückt. Wo ist dein Mann? Warum sind deine Füße oder Nägel sichtbar? Warum ist deine Burka so kurz? Warum sieht man deine Hand? Alle Frauen Afghanistans lebten wie in einem finsteren Verlies. Auch ich. Die dunkelste Zeit für die Menschen in Afghanistan, insbesondere für die Frauen, war die Taliban-Herrschaft. Diejenigen, die das Gesetz brechen, werden bestraft. Bei den Taliban finden Osama bin Laden und Al-Qaida einen Unterschlupf, um ihren Angriff auf Amerika vorzubereiten. I don't know if
Ich weiß nicht, ob ich die Nachrichten am 11. oder 12. sah. Während der Taliban-Zeit gab es ja kein nationales Fernsehen. Bilder waren verboten. Nach dem 11. September hörte ich zum ersten Mal den Namen Osama bin Laden. Bin Laden? Wer ist das? Die Amerikaner sind hinter ihm her. Was werden die Taliban tun? Osama bin Laden remains the prime suspect and remains as yet untouchable inside Afghanistan. Die Menschen dachten, dass die USA kommen und ihre Atomwaffen einsetzen würden, um das ganze Land zu zerstören. So wie Hiroshima oder Nagasaki. Wir sagten uns, wir würden alle sterben, alle gleichzeitig. Dann müssten wir nicht weinen, denn wir würden uns nicht vermissen. Wir waren erschöpft von Krieg und Gewalt und dachten, das sei vielleicht Afghanistans Ende.